Hallo, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns Rede und Antwort zu stehen. Wir starten auch gleich mal rein mit den Fragen. Die erste Frage von uns an dich für unsere Zuhörer wäre: Wie sah dein Bewerbungsprozess denn konkret aus? Mein dualer Partner und auch Kooperationspartner vom HZ ist Hewlett-Packard Enterprise. Und da ist tatsächlich der Bewerbungsprozess für das duale Studium recht angenehm, wie ich finde. Weil sie vor allem Wert auf Soft Skills legen und auch auf die Persönlichkeit, also mit welchen Menschen man dann da arbeitet. Dementsprechend gibt es auch keine harten Assessment-Tests mit irgendwie Logik oder Mathe, sondern ja wirklich halt eher lockerer gehaltene Gespräche, Gruppenaufgaben und so. Ja, fand ich sehr angenehm auf jeden Fall. Zunächst bin ich auf meiner disziplinarischen Führungskraft zugegangen und ich habe mein Interesse geäußert. Nachdem ich seine volle Unterstützung bekommen habe, habe ich mich offiziell bei meinem Arbeitgeber an die Academic Programs beworben. Und das lief eigentlich auch ziemlich gut. Anschließend habe ich mich an HHZ gewendet und nach einem Auswahlgespräch habe ich die Zusage von DBM bekommen. Bei mir war das so, nachdem ich ja da auf der Messe war und so schon Kontakt mit der Knowledge Foundation hatte, hatte ich mich da mit einem anderen Ansprechpartner getroffen, der eben auch die Kontakte zu den Unternehmen herstellt und so, weil ich war da wirklich dann noch relativ offen, mit welchen Unternehmen ich das jetzt machen wollte. Da habe ich dann mit ihm auch gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt und welche Unternehmen da interessant sein könnten für mich. Aber dann bin ich schlussendlich tatsächlich dann bei dem gleichen Unternehmen nochmal gelandet, wo ich da schon gearbeitet hatte zu dem Zeitpunkt. Aber so der ganze Kontakt und wie man das dann abwickelt und so weiter, das hat dann auch die Knowledge Foundation dann ein bisschen mit initiiert. Also ich habe mich online bei der Hochschule beworben für den Studiengang und anschließend habe ich dann nach Stellenangeboten von den Partnerunternehmen gesucht. Und bei der Suche bin ich dann auf den Christian Persson von der Knowledge Foundation aufmerksam geworden, der mit mir Kontakt aufgenommen hat. Und nachdem wir dann über meine Vorstellungen zu dem Unternehmen und der Tätigkeit uns ausgetauscht haben, hat er mir dann auch direkt den Kontakt zu den Unternehmen hergestellt, die ich mir vorstellen kann. Und anschließend habe ich mich auch bei dem Partnerunternehmen beworben. Und nach einem Auswahlgespräch wurde ich dann auch angenommen. Was würdest du potenziellen Interessenten mit auf den Weg geben wollen? Also grundsätzlich kann ich das Studium persönlich sehr empfehlen. Ich finde die Professoren und Dozenten, die hier lernen, echt spannende Persönlichkeiten, haben echt beeindruckendes Fachwissen. Und dann muss man sich, denke ich, einfach Gedanken machen, was man sich vom Studium erhofft. Also wer gerade in die Themen digitale Transformation, disruptive Geschäftsmodelle einsteigen möchte und dann auch noch in IT-Themen halt zusätzlich auch noch eintauchen möchte, wie zum Beispiel KI oder Big Data, für den ist es eigentlich genau das Richtige, würde ich sagen. Also ich finde den Studiengang für alle sehr, sehr interessant, die sich für Zukunftsthemen interessieren und die eben auch die Digitalisierung an seinem Arbeitgeber mitgestalten wollen. Also es lohnt sich definitiv. Bei mir war das tatsächlich so, weil ich auch schon Bachelor in Ingenieurssachen davor schon gemacht hatte, habe ich das ganze Thema relativ analytisch gemacht, in Anführungszeichen. Also ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, was sind so meine Kriterien, also was ist mir wichtig für so ein Masterprogramm. Da habe ich mir natürlich auch andere angeschaut und dann hat immer so ein bisschen Punkte vergeben so. Und da stand tatsächlich auch dann mit Abstand dann so die höchste Punktzahl dabei rausgekommen. Und ja, das war ja so der analytische Ansatz, aber natürlich ist das Bauchgefühl und was man da so für einen Eindruck hat, natürlich dann auch noch wichtig, aber das kann man natürlich jetzt nicht so gut messen oder bewerten. Also rückblickend kann ich sagen, dass ich durch den Masterstudiengang hier am HAZ sehr viel mitnehmen konnte, sehr viel Neues lernen konnte. Und vor allem hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, da die Module sehr interaktiv gestaltet sind. Man hat sehr viele Gruppenarbeiten in den Teams und vor allem auch ja, Gastredner von der Industrie direkt. Und das hat super viel Spaß gemacht. Man kann sehr viel daraus mitnehmen, gerade auch für die Berufspraxis. Ja, also mitgeben könnte ich, dass es wirklich ein sehr innovativer Studiengang ist, wie schon gesagt. Man lernt sehr vieles, gerade auch für die heutige Wirtschaft. Und gerade die Kombination aus IT und Management ist das, was, glaube ich, diesen Studiengang ausmacht, genau.